Hallihallo, ich bin euer Stefan vom Vegane Zeit. Es ist mal wieder Zeit für Vegane Zeit und heute geht es um die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Ich weiß, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, bloß das Video musste ich jetzt aus dem Netz nehmen, weil ich da was Falsches gesagt habe. Und zwar der liebe Christian von Raw Veganes Erwachen, er ändert immer seinen Namen, deswegen musste ich jetzt nachgucken, hat mich darauf hingewiesen, dass ich falsch liege. Ich habe mich nämlich vertan. Ich habe nämlich gemeint, man sollte mehr Omega-3 als Omega-6 zu sich nehmen und das ist falsch. Klar, es heißt immer, Omega-3-Fettsäuren sind die wichtigen Fettsäuren. Man soll viel davon essen, das sind die gesunden Fettsäuren. Aber eigentlich kommt es dadurch nur zustande, weil wir einfach in unserer heutigen Ernährung viel zu viel Omega-6-Fettsäuren essen. Man muss sich vorstellen, eben ein gesundes Verhältnis wäre 3 bis 5 Teile Omega-6 zu einem Teil Omega-3. Also das heißt, sagen wir mal 30 Milligramm Omega-3 oder Omega-6 oder also 30 bis 50 Gramm Milligramm Omega-6 sollten auf ungefähr 10 Milligramm Omega-3 kommen. Das Verhältnis ist wichtig. Verschiebt sich jetzt das Verhältnis, wie es in der modernen Ernährung ist? Also wir sind teilweise bei einem Verhältnis von 30 zu 1 oder 50 zu 1. Also 10-mal so viel Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3 essen wir, wie eigentlich gesund ist. Und deswegen heißt, esst mehr Omega-3. Omega-3 ist viel gesünder und so weiter, damit das Verhältnis sich wieder anpasst. Geht es jetzt aber umgekehrt, sagt man, man ist jetzt bei 3 zu 1 von Omega-6 zu Omega-3, deswegen musste ich jetzt ein neues Video machen, weil ich habe es nämlich so rum gesagt, dass eben Omega-3 3 zu 1 sein soll, also mehr Omega-3 als Omega-6. Das ist aber falsch. Deswegen habe ich das Video aus dem Netz genommen, damit wirklich keiner auf den Trichter kommt, irgendwie das irgendwie falsch zu verstehen oder falsch aufnimmt. Ich will jetzt nicht über meine Fehler hinwegtäuschen oder sonst irgendwas. Ich gebe es offen und ehrlich zu, das war ein Fehler von mir, aber ich will nicht, dass jemand eben das falsch auffasst, weil es sind doch wichtige Themen. Deswegen ist es immer wichtig, das Verhältnis zueinander. Ihr müsst euch jetzt nicht hinsetzen und zählen, wie viele Omega-3 und Omega-6 ihr habt. Es ist einfach nur wichtig, sich gesund und ausgewogen zu ernähren und dann kommt man automatisch auf dieses Verhältnis. Genauso ist es aber auch, muss ich nur dazu sagen, mit den restlichen Fettsäuren, eben die einfach ungesättigten Fettsäuren, die gesättigten Fettsäuren, die sind eigentlich alle gar nicht so ungesund, bloß wir essen teilweise einfach viel zu viel davon. Das Verhältnis zu den Fettsäuren, zu allem zueinander muss passen. Also nicht nur Omega-3 und Omega-6, das ist aber halt das wichtigste Verhältnis eben. Also wie gesagt, Omega-6, 3 bis 5 Anteile auf Omega-3, ungefähr einen Anteil. Und genauso ist es mit den restlichen Fettsäuren, das muss alles zueinander passen, das muss in dem richtigen Verhältnis sein. Das ist natürlich eben das Problem, wenn wir so viele gesättigte Fettsäuren, das ist halt meistens eben in stark verarbeiteten Dingern drinnen, in stark verarbeiteten Produkten oder halt Omega-6 essen wir viel zu viel. Das sind zum Beispiel in tierische Produkte, aber teilweise auch eben in Fertigprodukten drinnen. Deswegen neigen wir halt dazu, viel zu viel Omega-6 oder die anderen Fettsäuren zu essen. Und Omega-3 ist eigentlich hauptsächlich wirklich in gesunden Lebensmitteln vorhanden. In hochwertigen, gesunden, ausgewogenen Lebensmitteln und davon essen wir heutzutage eigentlich weniger. Und deswegen achtet einfach immer auf das Verhältnis und dann könnt ihr sicher gehen, dass ihr wirklich keine Angst vor schlechten Fettsäuren haben müsst, außer wie gesagt Transfette. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, auch wenn es einige von euch schon gesehen haben, weil ich mich ja berichtigen musste. Trotzdem abonniert meinen Channel, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.